Als erstes nehmt ihr die beiden Muttern und legt sie auf einen ebenen Untergrund. Jetzt setzt ihr die unbeschriftete der beiden Hauptplatten auf die Muttern und legt anschließend auf jeweils eine Mutter eine der kleinen schwarzen Zwischenplatten. Alle Schlüssel und Tools werden übereinander gelegt und mit den Unterlegescheiben und Gummiringen voneinander auf Abstand gehalten. Ganz wichtig hierbei, die Schlüssel müssen so eingelegt werden, dass sie mit den geraden Kanten im eingeklappten Zustand zusammenliegen. Wenn ihr alle eure Schlüssel und Tools eingearbeitet habt, setzt ihr vorsichtig die obere Hauptplatte auf und fixiert sie mit den mitgelieferten Schrauben. Die Schrauben mit den Schlitzen müssen nach oben zeigen, damit man alle Teile, die man aufeinander gelegt hat, von oben zusammenschrauben kann. Herzlichen Glückwunsch! Das Stechen in der Hose gehört der Vergangenheit an. Euer Keykeeper ist nun einsatzbereit.